sind hier, weil wir uns fragen, ob es sinnvoll ist, dass die Bundeswehr ab dem 1. Januar kostenlos und das in Uniform mit der Deutschen Bahn fahren darf, während die nützlichen Berufe wie Krankenschwestern, Pfleger, Altenpfleger diese Möglichkeit nicht haben, da sie auch nicht über diese Uniform identifiziert werden müssen. Ich persönlich habe Angst, dass unsere Augen an Militärpräsenz gewöhnen müssen. Allein der Gedanke dafür, dass Militär Demokratie schützen muss, das macht mir Angst. Warum machst du diese Aktion? Ich bin Krankenschwester. Ich arbeite im Krankenhaus und zwar Vollzeit und ich finde, es ist einfach beschämend, dass ich jede Euro 10-mal umdrehen muss, bevor ich das ausgebe. Und was hat das mit der Bundeswehr zu tun? Ja, sehr viel. Die dürfen jetzt kostenlos Bahn fahren. Die haben auch bestimmte Privilegien und mir macht einfach Angst, dass Militärpräsenz für unsere Augen Gewöhnungssache sein muss und Demokratieschutz mit Hilfe des Militärs stattfinden soll. Kannst du etwas ändern? Wenn ich alleine bin, kann ich nichts ändern. Ich kann nur hoffen, am Bahnhof stehen, dass viele Menschen mit der ähnlichen Meinung und mit der gleichen Meinung dazu stoßen und etwas auch für ihre Rechte fordern. Und nur wenn wir uns vereinen und wenn wir verstehen, dass wir die Schöpfer sind, dann können wir was erreichen. Wie waren die Reaktionen von den Menschen heute am Hauptbahnhof, vor dem Hauptbahnhof? Ich war sehr positiv überrascht. Viele Menschen haben das gelesen und die finden das gut. Es gab nur einen einzelnen Mensch, der etwas skeptisch war. Er sagte ganz deutlich, dass es eins mit anderem nicht zu tun hat, was aber nicht meine Meinung ist, aber ist okay. Aber es gab auch viele junge Menschen, die das auch sehr positiv sehen. Und willst du das wieder machen, also diese Aktion? Ja. Und vielleicht mehr Pflegekräfte dafür gewinnen? Das möchte ich. Und ich möchte auch alle anderen Berufsgruppen aufrufen. Und überhaupt, zieht eure Uniform an und kommt. Und fordert eure Rechte. Wie findest du, dass im Bundeshaushalt für das nächste Jahr mehr Geld für das Militär, aber weniger Geld für die Bildung vorgesehen ist? Das ist genau das, was ich auch vorher gesagt habe. Man setzt eben Prioritäten. Was ist wertvoller? Die Munition und die Waffen, die schießen und jemanden töten, oder die Kinder, die unsere Schule besuchen und etwas auch lernen müssen. Dankeschön. Sehr gerne, danke auch.